Stundenlang könnte ich die Vögel beobachten, wie sie umherspringen, fliegen und singen. Da wird mir nie langweilig, das ist einfach nur herzergreifend. Und es freut mich einfach auch zu sehen, wie die Natur wieder in ihre volle Kraft blüht und in Leben kommt. Einerseits jetzt mit den Vögeln, die umherfliegen, natürlich auch mit den Insekten, die jetzt immer mehr zum Vorschein kommen bei diesen schönen warmen Tagen. Und natürlich auch mit den ein oder anderen Pflanzen bzw. die Samen, die jetzt schon aufkeimen. Und jetzt ist Frühjahr, jetzt wird es wärmer, da kann man super seine Beete vorbereiten, dort Leben reinbringen. Und da, sage ich mal, gehen wir auch gleich hin, füllen wir unsere Beete mit Leben und machen unsere eigenen Hände dabei ein bisschen schmutzig. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, es riecht ziemlich stark nach Scheiße. Hinter mir ist frischer Pferdemist. Mein Freund und auch Lehrer, der gute regionale Urproduzent bei mir im Dorf, hat mir erlaubt, so viele Säcke Pferdemist abzufüllen, wie ich brauche. Das werde ich auch jetzt machen. Und das nutze ich jetzt zum Beispiel für das Füllen von Hochbeeten, aber nicht an der obersten Schicht, sondern entweder ganz unten, also zum Auffüllen oder in der Mitte, weil es dann doch noch stark verrotten wird. Die Jungpflanzen würden davon wahrscheinlich verbrennen, wenn sie das direkt an den Wurzeln bekommen. Und sonst wärmt es natürlich auch das Hochbeet auf, es verrottet noch vorher. Und das kann man jetzt auch zum Beispiel am Rand von oder als Dämmung von Gewächshäusern nutzen oder Pflanzen einmal drüber stülpen und da frischen Pferdemist drauf machen. Das hält halt einfach warm. Der Haufen dampft auch und das kann man jetzt auch super nutzen, um eine zusätzliche Wärmequelle für seine Jungpflanzen irgendwie herzubekommen. Man muss einfach nur ein bisschen kreativ sein. Hier in einem schattigen Örtchen im Schrebergarten habe ich jetzt den Pferdemist hingeworfen. Schöner kleiner Haufen ist es dann doch geworden. Da werde ich ihn jetzt einige Zeit auch liegen lassen, damit er ein bisschen weiter fortgeschrittener wird mit der Verrottung. So ist er mir jetzt noch ein bisschen zu scharf für die Jungpflanzen. Da würden eher die Wurzeln verbrennen. Sonst, jetzt werde ich auch einen Teil nehmen und für die Füllung als neues Hochbeet auch nutzen, aber eher in die unterste oder mittlere Schicht, weil er doch noch recht warm ist und dann auch noch die Wärme ins Hochbeet abgibt. Das wird ja auch einige Pflanzen auch beim Wachstum unterstützen. Was ich aber auch bei diesem Haufen gemerkt habe, weil er recht warm ist, tummeln sich da auch sehr viele Insekten und Fliegen zum Beispiel. Also wenn es dann an zu kalt wird, verstecken sie sich dort und das ist dann doch wieder ein, ja, sinnvolles Prinzip der Permakultur oder ein Permakulturelement für die Artenvielfalt, weil da tummeln sich wirklich sehr viele Lebewesen in so einem schönen Misthaufen. Der März ist auch ein optimaler Zeitpunkt, um seine Beete vorzubereiten und das mache ich jetzt auch mit meinen Bokashi-Eimer. Die werde ich jetzt hier überall, da wo jetzt dann der Folientunnel hinkommt, mit einarbeiten, um den Boden halt noch besser aufzubereiten. Ich habe jetzt sowieso hier noch ein paar Gründünger, also hier wächst noch überall Phacelia, der es unter dem Schnee überlebt hat. Da kommt sogar noch ein bisschen Zwiebel raus. Da vorne Mangold und ich werde jetzt einfach mal mein Lager voll Bokashi, ich glaube ich habe 20 oder 30 Eimer, werde ich jetzt langsam hier überall mit einarbeiten. Der Mangold hat jetzt überwintert und wird dann diesen Frühjahr
auch in die Blüten gehen und Samen werfen. Bisschen erstaunt bin ich auch natürlich über den Salat, also der hat jetzt trotzdem die Kälte alles überstanden. Da gehen auch schon ein paar Zwiebeln auf, die ich da in der Mitte gesteckt habe, also zwischen den Salat, aber ich muss wirklich sagen, das ist ein Sommersalat und der ist extrem winterhart, also der hat sich jetzt wirklich sehr gut gemacht und den werde ich wahrscheinlich trotzdem jetzt einfach hier wachsen lassen, damit er in die Blüte geht, damit ich ein paar Samen nehme, aber also ich bin mit dem Salat wirklich sehr zufrieden. Also ich würde jetzt mal sagen, fackelt nicht lange rum, sondern nutzt die schönen warmen Tage, geht raus, bereitet eure Beete vor, damit eure Pflanzen gut und kräftig heranwachsen können und ihr schon mal auf eine sehr schöne Ernte freuen könnt. Es ist einfach ja, schön zu sehen, wie die Pflanzen heranwachsen, die Vögel herumfliegen, einfach beobachten und das Leben sozusagen genießen und auch einfach mal abschalten. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne kannst du auch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auch auf die Glocke drücken. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden und Bekannten sowie Familie zum Beispiel von mir um ein Projekt erzählt. Es auch auf Social Media Plattformen teilt, damit immer mehr Leute auf diesen Kanal zum Beispiel aufmerksam werden. Und wir uns gemeinsam immer mehr der Natur widmen dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!